Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Karte von Thüringen. Wir starten es durch mit der Vorbereitung für die Aussaat Sonnenblumen auf Feld Nummer 38. Dazu laden wir erstmal die Sämaschine auf mit nötigen Saatgut und Dünger. Es ist aktuell noch zu kalt für Sonnenblumen, aber ich denke mal, es wird morgen bald sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen mindestens 7 Grad, aktuell haben wir 6 oder 5. 6 müssen wir haben. Ja, und dann geht es ja weiter mit. Ja. Holz, ne? Notfalls mit Düngen. Düngen muss ja auch noch gemacht werden, nachdem alles gewachsen ist. Wir werden auf der 38 mit 4 Maschinen arbeiten. Im Verband. Ob das alles funktioniert. Schauen wir mal, ne? Das Beste klappt. Immer gleich umstellen. Sammlung. Voll bewusst, dass wir hinterher auch alles schön umfliegen müssen. Wie ihr seht, ist die Flotte schon voll da. Schauen wir mal, ne? Das klappt mit 4 Stück. Ey, lass mich überraschen, das haben wir noch nicht gemacht. Maximal bisher 2. So, Baumstumpen fräsen? Nö, ne, nö, nö. Über den Bäume fällen. Und natürlich Dünger vorbereiten. Aber aktuell 2 Maschinen. Dann fahren wir den mal schon auf Feld 60. Also tun. Hoffen wir, der Ton passt. Das wäre eine schwierige Aktion. Wir können mit Düngen auch ganz hinten anfangen, mit Feld Nummer 48 und 49 um die Ecke. Dann arbeiten wir uns zurück auf Feld bis auf Feld 60. Der Dünger sollte eigentlich für reichen, für alle drei. Auf Gewicht. Innenansicht machen. Ja, ups, getötete Scheiben, ne? Schön. Fahren mal, fahren, fahren.
da sind wir. So, gedüngt ist 66%, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt einmal düngen und dann fertig. Hier ist das gleiche, das passt auch. Gut. Das dauert noch ein bisschen. Hätten wir auch schon gleich. Ja. Schön Baum angucken hier. Bäumchen. Irgendwo noch nicht. Oje, schöne Bäume hier. Aber wir brauchen keine Fälle, ne? Ja, ein paar haben wir noch. Blatt schaffen für Neues. Tja, wenn ich wüsste, eine neue Karte kommt, wann die kommt. Längst bei mir gekauft. Aber mal abwarten, ne? Sieht komisch aus, also wächst doch nicht so. Sache. Ah, das geht noch. Wir werden hier auch 6 Meter einstellen. Das heißt, dann kriegen wir halt mehr Umhänger auf. Bei Z war es wieder. Dann werden wir gleich mal das Ganze entsprechend aufladen am LKW. So. Da ein bisschen einfacher wird. Rupsi Bumsi, knallte Fall. Oh. Am Abgrund stand ich da und wusste nicht, wie mir geschah. So. Genug der guten Reime. Also der mag nicht mehr so also kurvenmäßig fahren. Liegt aber auch daran, dass der LKW einfach zu lang ist. Aber wir haben die Bäume alle weg. Ja, das war richtig gut. Das hat aber Risiko, ne? Aufladen.
Also gut, dass noch keine Saat aufgegangen ist. Sonst hätten wir das Problem. Und gleich nachsehen können. Der will nicht. Der will nicht, gibt's nicht bei mir. Da haben wir ihn. Oh, das lange. Darüber ist mein Schatz. Ich dachte, er wäre kürzer. So. Den haben wir auch. Und den auch. Ein bisschen Zeug müssen wir noch. Weg auf, rutscht sind glaube ich schlecht. Einer ist gut gerutscht. Einer muss noch. Gibt's doch gar nicht. Ein paar Zentimeter. Oh, liegt er richtig. So. So. Dann haben wir wieder beladen, das geht weiter mit dem nächsten Geschäft. So, schauen wir mal den nächsten Baum. Entschuldigung. Der Schluck auf, gibt doch gar nicht. So, 6 Meter jetzt. Ein großer Baum. Ja. Am Rand stehen viele Bäume, ne? Absicht, vortäuschen. Bald. Größer machen wir es. So gar nicht. So voll drin, haben wir leider nicht. Das ist nicht so schön hoch. Aber der ist hoch genug, dass man nicht rüberfahren kann.
Und der nächste. Warum fällt er in die verkehrte Richtung? Das ist eigentlich schlecht. Wir müssen ein bisschen mal nach hinten fahren, dass auch nicht im Wald im Wege steht. Fahr doch nicht um. Leider ist die Zeit zu Zeit bis zum nächsten Düngen. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich überlege, ob ich nachher mir dann Gras einsehe, um im Herbst nochmal eine Ernte einzufahren. Zumindest ein Gras. Können wir richtig groß die Silageball machen. Hatten wir lange nicht. Die Thüringenkarte. So, zumindest im Frühjahr, zweiten Tag, so wie heute Gras mähen, ja, rein Arbeit, sag ich mal. Normalerweise wird ja im Herbst ausgesät, also mögliche Raps und die anderen Getreidesorten. Bei Hafer weiß ich das nicht genau. Und Gerste und Weizen normalerweise auch im Herbst. Ich überlege aber auch, wenn das hier so kein Update kommt, dann können wir auch umziehen auf eine andere Karte. Ich weiß auch nicht genau welche. Ich habe zwar ungefähr eine im Blickfeld, die ich schon mal gespielt habe, 17er Multimap. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Abwechslung. Man kann ja hier auch noch einiges machen, wie Schweine, Rinder, Schafe. Nur ist das blöd, wenn man weiß, kommt irgendwann ein Update und man kann nicht alles wieder umbauen, ne? Mal kurz mit Geld machen und dann das gleiche wieder herstellen im Prinzip, oder halt macht man halt ein bisschen Arbeit. Und auch ziemlich genau 1:1 hinzubekommen. So, meine Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, auf euch wiedersehen zur morgigen Folge. Dann seid mal Fuß und Winkel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.